this thing on? Ja, schau. Grüß euch, Leute. Wo ist irgendwo? Reiten wir das sexuell noch? Wollen wir uns da schauen? Da ist die Cam. Und da schauen hoffentlich viele Leute zu heute im Laufe des Abends und Nachmittags. Reiten wir das eingeschalten habt. Neben mir sitzen der Salty Borsfett und der DK Little. Hi. Hey. Alias Bud Spencer und Darren Seal. Das ist der Bud Spencer, das ist der Darren Seal, wisse ich. Man sieht es, glaube ich, deutlich. Und die zwei Burschen spielen heute im lokalen Multiplayer Bud Spencer und Darren Seal Slaps and Beans auf Nintendo Switch. Die schädliche Jadel, alt, der ganze Titel, aber noch immer richtig cool, Pixel-Art-Style von einem kleinen Independent-Studio. Die machen übrigens inzwischen einen zweiten Teil, weil der so gut angekommen ist. Haben eine Kickstarter-Kampagne finanziert gehabt und ja, da ist so viel gespendet worden, dass die Kampagne sehr, sehr schnell erreicht war und der Entwicklung nichts mehr im Wege steht. Auf jeden Fall, das Ganze wird auf Nintendo Switch gespielt, gibt es auch noch keine andere Konsole. Gott sei Dank. Ja! Und ich glaube, das Burschen wird es eh schon fortlos. Wir sind schon ganz ein bisschen heiß drauf. Ganz kurz angetestet, ob es eh funktioniert. Ich wollte mich schon richtig. Also, wir legen direkt los. Da begrüßen wir noch die Leute, die es heute schon was gesagt haben. Berggams, Bergheil, grüß dich Berggams. Stecher, Pips, schau da zu. Grüße, ihr Sackelpicker, Socker. Grüße, du Sackelpicker. Wer grüßt da die Tütensammler? Wer ist das? Identifizieren Sie sich. Wer sind Sie bitte? Geisch Alexander. Der Snipes. Ja, wer kennt ihn nicht? Wir werden da heute wahrscheinlich nicht nur Bud Spencer und Darren Seal zitieren, sondern auch sehr viel von Geisch Alexander zum Besten geben, weil der hat ja genug abgeliefert über was. Ja, aber das ist ihm, glaube ich, nur sehr recht. Ja. Wenn man Popularität. Er muss im Gespräch, muss auch bleiben. So ist es. Na gut, der war Sarigas. Schreiben, was du eingeschaltet hast. Und natürlich fangen wir uns an mit einem neuen Spiel. Ich kann euch gleich sagen, das Spiel hat keine Sprachausgabe. Aber das machen dann eh sehen. Legen wir los, Leute. Ich hoffe, der Ton passt, sonst bitte Bescheid sagen. Wir haben ein bisschen Schwierigkeitsgrad. Was? Ein Schwierigkeitsgrad? Ja, kann natürlich im schwersten, oder? Ich habe immer Mittel. Ah, dann nehmen wir Mittel. Wenn ich spiele immer Mittel. Okay. Neues Spiel. Servus, Nintendo. Ja, dann hast du die Ehre. Nein, mir ist wurscht. Na, dann tun wir neues Spiel. Bin ich jetzt da? Was schon? Na, geht schon los. Ich habe mir jetzt hier drüber. Ja, der Herr Geisch begrüßt uns mit einem Mau. Ich sag, ich rede natürlich für den Darren's, gell? Bitte, ja. Ist das schon fertig? Ich bin hungrig. Riecht es nicht wunderbar? Jetzt mich nicht. Das ist mein Geheimrezept. Okay, plötzlich sind vier Bösewichte da. Wer bist du denn? Jetzt, ups, du bist schnell unterwegs. Nur für mich. Keine Ahnung, was jetzt der Darren sagen will. Kannst du ruhig behalten, wir sind wegen euch da. Schnappt euch die beiden. Ja, oh. Das werden wir aber noch sehen jetzt. Gehen wir's an. Arigos hat schon Prost eingelöst. Sie wissen offensichtlich nicht, mit wem sie sich haben. Wir können mit Arigos anfrosten. Zum Wohl, Arigos. Prost. Wer ist der Herr? Der Arigos, der mit mir Among Us spielt, mit den Lauten Losers. Ah, gesehen. No Name Markenbier. Tja, der Rale Schmöl. Ja, er hat nur einmal Prost geschrieben. Ja. Ein Prost, ein Bier. Er saugt die Groschen. Pro Prost, ein Bier. Rale Schmöl, begrüße drei Götter in einem Stream, schreibt Rale Schmöl. Danke, Rale. Riesenehre. Also zuerst generell vom Trinkverhalten her, da hat man mal alle Zuseher suchen, dass das nicht nachmachen. Nein. Ich meine, ich sehe jetzt auch das ist eine klinische Situation. Ich sehe jetzt auch keinen Strongman im Internet und probiert das nachmachen. So ist es. Also auf keinen Fall nachmachen. Das sind alles, was da seht, das wird von hochprofessionellen Stuntmen durchgeführt. Aber sie trinken angeht, bitte. Und wir bereiten uns schon. Verantwortungsvoll. Schon Jahre lang. Schon Jahre auf das vor. Ja. In Wirklichkeit war es ja nicht so, dass damals eine Corona-Erkrankung schuld war, dass es beim ersten Mal verschoben hat werden müssen. Es war nämlich so, da war die Fitness noch nicht da, was das Trinken angeht. Jetzt haben wir noch ein bisschen trainiert. Es war ein schwerer Leberschaden im Spiel, muss man sagen. Die Rose ist jetzt besser. Richtig. Das sind die Ahnen. Da kann ich auch ein paar Achso, ja bitte, Leute, aber jetzt sind wir schon weiter. Achso, wir haben nur noch einen. Ich bin jetzt nur ihr Fan. Können wir nämlich okay.
Schau! Ja. Geht schon los? Alter, nein! Schau! Ey, siehst du denn nicht? Er gibt sich richtig Mühe. Er wäre doch wenigstens mal ein paar Schläge ab. Yeah! Danke, Herr Geisch, danke! Was? Das heißt, ist Heads-Up-Display einblendet und trotzdem das? Schirps ihn nicht hingehen! Okay. Vielleicht braucht er noch mal so ein Pfund auf den Kopf! B muss ich also drücken. Also B, du musst B drücken. Warren habt's da. Ja, dann passt ja alles. So. Und du hast jetzt Punkt gekriegt. Hauptsache du hast schon 2500 Punkte. Ja. Du, der passt dein Essen an. Darf der das? Unser Essen? Aber jetzt. Jetzt wird's ja ernst, geht's Leute. Ja, jetzt wird's richtig ernst. Er kann doch immer nicht drehen. Ja. Ja, ui. Mit B hat es vorher ganz gut funktioniert. Warte, heb mal auf. Probier nicht Feuer schmeißen. Die Kinder dann umbringen. Ah ja, genau. Stimmt, das geht ja nicht. Nur so dreschen, dass die Zähne verlieren. Ich springe. Gut, lauf. Tut mir leid, kein Abendessen, Bam. Ja, genau. Hey, kein Abendessen. Du wärst schon bejubelt. Dann hab dich nicht so, du bekommst einen schönen Tag. Danke, Berggang. Und wir sobald wir in Stoneville sind. Stoneville. Na dann los nach Stoneville! Alles klar! Jetzt! Es ist Mitternacht, bist du nicht müde? Nein, ich bin hungrig! Geil. Wenn so langsam der Soundtrack anfängt. Ja, Arigas, Prost! Da will einer uns Snocker zeigen, glaube ich, dass wir Snocker tanzen. Weil schaut euch das an. Nein, Alter, also die Grafik ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, was heute möglich ist schon. Nein, aber das ist richtig geil. Oder geil, kannst du das lauter machen? Oder hört man nicht mehr das lauter? Bitte nein, lauter. Das ist doch wurscht, das ist unabhängig. Nein, du lauter, das ist geil. Irgendwie jetzt im Spiel nicht lauter. Originalmusik aus dem Django Unchained Film. Das ist aber richtig geil. Ja, ich weiß, Herr Geisch. Da haben wir leider jetzt keine andere Möglichkeit gehabt, weil meine zweite Webcam auf einmal spielt. Jetzt habe ich alles auf einem Webcam lagern müssen. Oh, das was meinst du damit? Ach, halt doch die Schnauze. Ah, jetzt kommt... Ah, oh! Hat man das jetzt gehört daheim? Das hat man jetzt gehört daheim. Leute, wenn der lausi Bot das sagt und es steht eh da, es ist Zeit für einen interessanten Fakt über Bud Spencer und Terence Hill, dann kommt vom Sorti ein kleiner Fakt über Bud Spencer und Terence Hill, dass ihr ein bisschen was lernt. Auch. Genau. Education. Also jetzt, wir waren jetzt da... Der Auslöser, immer kommt bei einem Zitat von einer, das ich mich auskenne. Ja, genau. Okay. Ich sag's dir, der Lausi-Bot sagt dann das. Es ist Zeit für einen interessanten Fakt über Bud Spencer und Terence Hill. Genau, in dem Fall über Terence Hill. Der erste Fakt, den wir heute haben, ist, er heißt im echten Leben Mario Girotti. Den Künstlernamen hat er ausgewählt aus einer Liste mit erfundenen Namen, dem sein Regisseur Seppe Colizzi vorgelegt hat. Das war Fakt Nummer 1. Und heute lernst du noch sehr viel Fakten, weil der lausi Bot kündigt das immer an mit einem Zitat von Bud Spencer oder von Terence Hill. Oder wie viel Bier machen wir das? Das ist Zufall. Gut, dann geht's weiter. Ich weiß, es hart ein bisschen, ja. Das ist, weil bei mir ist ein Mikrofon aufgestellt, da links von mir und rechts drüben ist noch eins und da sollte man aber sagen, ist genau in der Mitte für beide Mikrofone. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm und ich verstehe es uns trotzdem. Du hast schon wieder Satz zum Sagen. Bitte lasst uns in Ruhe! Wir haben doch nichts! Wir sind auf dem Weg zu unserem armen, kranken Vater! Hör auf zu jammern! Ihr habt einen Wagen und die Pferde! Und deine Schwester ist sehr hübsch! Mira Drugo! Deine Frau! Heute ist dein Glückstag! Das ist der Brate mit der Lachs! Der Peter ist der Mira Drugo! Heute ist sein Glückstag! Nein! Ich werde diesen Stinker niemals heiraten! Gut, dass der Terence immer so. Stinker! Ey, was ist hier los? Es sieht so aus, als ob diese Gentlemen diese hübschen Damen belästigen. Ja, so sieht's aus. Haut jetzt ab, ich hab Kohldampf. Dumme Fondreng, Mira Drugo wird dich aufholen. Das ist sicher der Mira Drugo. Sicher ist es der Mira Drugo.
Warum passiert das immer nur mir? Ihr zwei hübschen Käfer, geht jetzt. Wir kümmern uns um die zwei Herren. Den Wagen könnt ihr später abholen. Vielen Dank! Was? Na, was wollt? Ey, was macht? Bin weg! Bitte weg, dann sind wir eng! Boah, der Miradrugo. Miradrugo ist Mission Boss. Jetzt der erste Endgegner schon. Tja, Reis und dicke Bohnen. Geil. Wo ist denn auf dem Dings? Ja, X da. Controller da. Oben. Oben. Bergkamps, ja, sicher. Der Name auf Deutsch lautet salziger Ballschwitz. Oder wie ich immer sage, salziger Sackschwitz. Ja, aber nur in Österreich. So ist es. Günther Angerer 133. Hat sich ja, die Kriminalpolizei oben ist auch da. Grüß dich. Servus, Güsi. Ja, also bitte, macht das Ganze wie 60. Also es geht jetzt los, aber hin. Yeah. Ich kann dich gar nicht aufheben. Oh, ein Bier. Ist halt Leben. Ist Bier halt Leben. Wie im echten Leben. Ein Elixier des Lebens. Boah. Da werden wir da auch nochmal oben drin gekleidet, dass es uns noch lang gibt. Was haut da mit an? Bei dem Blossen. Der ist sauweiß. Ich glaube, rechts geht's dann weiter. Schau, jetzt kommt schon wieder der vorbei. Also, man sieht's, man tötet keine Leute. Gut zu wissen. Nein, man verkrüppelt's nur. Ja. Hast du noch zugeschlagen? Weil irgendwie sind die blauen Balken. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, was da was ist. Ja, Mana wahrscheinlich. Ja, Mana. Ja. Wenn nicht Zaubersprüche wirken, dann. Ich muss ja wirklich so sein. Ja, jetzt war's wieder kurz bei mir. Gluck, gluck, gluck. Die Gatenschlucht, das ist ja bei die Zukunft. Verdammt, diese Brücke ist eingestürzt. Warum passiert das immer nur uns? Wir müssen einen anderen Weg finden, um auf die andere Seite zu gelangen. Wenn du denkst, ich springe darüber, dann hast du falsch gedacht. Nein, ist für dich Fetzer, geht zu weit. Alter. Headshaming. Ich versuche mal auf diese Holzbalken zu klettern. Nein, es ist zu hoch. Ich brauche etwas Hilfe. Wie wäre es mit dem Fass? Wie nennst du mich? Hey, wir spielen da. Aber das ist noch viel zu schwer. Sonst gesittet. Ach, lass mich mal machen. Ich werde das weil schon mitbringen jetzt. Ist ja nur ein Beat'em'up, keine Horror-Sounds, bitte. Das ist ein Rätsel, ha? Greifst du jetzt auf, bitte? Er bei. Hast du mit ihm interagieren eigentlich, mit dem Totengraber da? Nein. Gut. Jetzt steh ich um und hört's. Jetzt musst du auf den Balken auf. Wie springe ich denn? X. Wir durch die Tasten. Ah, okay. Schau, jetzt musst du schwingen. Wow, hey. So. Ja, das wird ja jetzt ganz schön komplizierter. Jetzt kriege ich umgeschmissen. Aber wie. Ah. Ah, danke schön. Ich hätte das Vertrauen nicht. Schau, oh, da schnappt er was. Ja, schnapp mir die. Wie es nimmt. Ohne so geil, dass verschiedene Fähigkeiten haben. So wie das mit Aufgaben, was nur er kann. Du mal so ein Knackquatschen. Ja. Geht das? Ich habe ja immer einen Zeh. Aber wir in die Filme können wir da hoffentlich nicht verlieren, oder?
Ich weiß es nicht, aber nachdem ihre Lebensbalken noch immer cool sind. Der kommt mir immer aus. Na wirklich? Ja, wie ein Fisch. Nein, der. Nein, der. Eingeölt. Wie ein Fein gekutscht. Schau. Okay, los, Mann, halt. Ein Party haben wir da. Party hat den Lukas. Aha, schau. Das ist der Salon. Salon, ja. Der Herr Salon. Ja, kriegst du was? Endlich gibt's was zum Fressen. Endlich können wir herausfinden, was hier los ist. Was hier los ist? Geil. Regenschraffler. Geil. Ja, ist geil, kriegst du was? Jetzt sind wir im Salon. Alter, wie geil. Dann geht's gleich wieder auf, schau. Wir sind voll ungut gewesen. Warte, ich kann schon nicht interagieren, ja? Wir können gleich rein und fangen mit alles streiten an. Ich kann euch nicht, ich spiele. Okay, ja, ich geh mal auf. Ah, nein, ich bleib herum. Siehst du nicht, dass ich gerade esse? Okay. Doch, Bagger und ich. Ah. Bring was zu futtern. Was würden Sie denn gerne, bla bla bla? Bist du schwerhörig? Esser! Bagger und ich. Dame. Hallöchen, dürfte ich Sie was fragen? Ja, Fremder, was kann ich für Sie tun? Nun, naja, also nicht, also um ehrlich zu sein, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Eloquent wie immer. Sie sind lustig, ich mag Sie. Weil er ist auch nie. Wieso arbeitet ein so schönes Mädchen an einem Ort wie diesem? Dieses Städtchen scheint ja nicht sehr sicher zu sein. Jo, hallo, grüß dich. Wo steckt eigentlich danke der Sheriff? Danke fürs Warten. Kümmert der sich nicht um Recht und Ordnung? Thanks a lot, danke. Ich und mich darf rüber, bla bla. Auf Warte stellen, du verschwindest. Sonst was? Oh oh, ich glaube, es geht gleich los. Schau, was... Eine Schlägerei jetzt, wirklich? Schießerei, oder? Eine Schießerei. Jetzt hast du entscheiden müssen zwischen Schläger oder Schießerei? Ich weiß nicht, ich hab jetzt nicht bewusst einen Weg gedrückt. Schon Kopfgeld haben wir schon. Warum ist ein Kopfgeld ausgesetzt? Da haben wir den Salat. Du musst es ja unbedingt wieder Ärger machen. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Die Dialoge. Was greifen wir dir an? Gerne, bitte schön. Bitte müssen wir schon interagieren, wenn wir eine Sprachausgabe, wenn wir keine Sprachausgabe haben. Inter a was? Bitte lame einbringen. Synchronsprecher hätten wir werden sollen anscheinend. Also ich muss sagen, das Kampfsystem ist fast so komplex wie bei Elden Ring. Ja, vor allem ist Stepper Beep ist gleich geil. Jetzt kommt der Endboss. Margit the Fell Omen. Margit the Fell Omen. Fellow man. Schau, sie haben uns jetzt ja, Alter, geil! Nimm den mit! Nehmen wir mit auf. Okay. Vielleicht müssen wir uns auch hinsetzen. Alter, wie geil! Du kannst sicher einen Obi schmeißen dann. Ah, nein. Jetzt kommt dann ein Shooting-Minispiel. Weiß ich noch. Achso, die Füßen? Hm. Wie lange brauchst du da für deine Arbeiter heißt? Ja, ich bin nicht so stark wie du. Ja, bei dir reicht ein Schlag. Du musst da scheiß doppelt an Punkte. Du hast doppelt so viele Punkte fast. Ja, schön, ich geb dir noch mehr. Du machst, probier mal. Vielleicht mal oben bleiben, auf X zu kommen. Nein, das ist. Ja, sicher, probier mal. Das ist das erste Mal, dass ich mich aufhebe. Probier mal. Alter, wie geil, Alter. Einfach mit der Faust auf dem Schädel. Hey, was okay, wäre Watschen wäre geil. Schau. Hör ab, wenn das Mädchen am Leben bleiben soll. Bitte. Rein. Ja, jetzt kommt das Shooting-Minigame. Jetzt kannst du nur Y drücken. Ja, immer wenn es auf einer Höhe ist. Was Y? Ja, kann man besser machen. Oh nein, scheiße. Kann man definitiv besser machen. Bist du? Müssen wir das jetzt noch oben machen? Ja, schon. Zweite Chance. Weiß nicht, Spieler 1 war, also du bist. Ich hab nicht gewusst, was Y ist. Ja, wui, so geht's. Immer du. Das müssen wir üben.
Uwe. Da werden's abgestockt. Da unsere Lebenspunkte. Das hilf ich euch dann. Ich mache euch das schnell. Jetzt haben wir es aber. Jawohl! Yeah. Stark! Jetzt ist keiner gestorben. So schlecht schützen. Wieso? Die schießen ja nur die Waffen aus dem Hand. Wir bringen keinen um. Mein Name ist Nobody. Geil. Nein, sein Name ist Dummschwätzer. Die geile Ausspülung. Wie kann ich Ihnen danken? Klar, stimmt Ihnen, passt. Lass uns zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Alter. Das ist ja nett formuliert. Ach so, ja, meine Gnädigste, wir würden gerne dieser Stadt helfen. Wir sind nämlich auf einer geheimen Mission und auf der Suche nach einer gestohlenen Waffe. Das ist mir noch gar nicht, gell? Nein, das muss ich jetzt erfahren. Das ist so geheim. Storytelling. Uff. Ja, das ist ja dein Niveau. Hoppla, leider darf ich nicht sagen, für wen wir arbeiten und weshalb wir hier sind. Aber natürlich können Sie uns vertrauen. Wir befinden uns nämlich auf einer geheimen Mission im Auftrag der Regierung. Ich drehe ihm gleich den Hals um. Wem? Also, jetzt hat er noch immer nichts gegessen. Diese Bande verdient ab dem Sheriff eine große Kiste geliefert und seitdem fallen sie dem Sheriff ab. Grafrotz nämlich, Alter. Grafrotz. Keine Sorge, zuerst helfe ich euch und danach heiraten wir. Ja, das ist, was jeder will. Mensch, laber nicht, wir müssen jetzt los. Die Arbeit wartet. Bis bald, mein Engel. Schwerde. Kommt mir zurück, mein Held! Ich hätte mal beruhigt noch setzen können. Wow! Was soll das? Der schaut gefährlich aus. Ey, was ist denn hier los? Ja, er hat die Haare über die Glotzen gehabt und ich glaube, der ist gefährlich. Baldy Man. Tja! Ist ja gespannt auf den Kegel. Ein Bier, ich brauch ein Bier. Nimm das Bier. Ja, wo ist? Nimm du es. Ja, wohl. Und wir, jetzt geht's, du bist kompletter Heal. Wie geil. Kein was noch super. Er kann sich ja irgendwie wo anlernen, das weiß ich noch. Und dann den Tritt machen mit beiden Viers, den was er immer macht in der Stimme. Ich kann Outlook nehmen und da voll aufräumen. Ja, schau. Ah, ja, schau. Bulldozer. Alter, geil. Da, so rein. Hast du auch sowas? Ja. Was drückst du denn dann? Rennen und dann auf Y. Schau, wirklich, ein Sprungkick macht er. Wer bist du?